Wo die hohen Schlote ragen, mächtig Himmel angebaut, ist seit ferner Kindheit Tagen alles lieb und uns vertraut. Alte Häuser, lange Kette, Wald und Wiese, Fluss und Hain, sei gegrüßt, du Stadt der Städte, Gera unterm Osterstein. Stadt der Stoffe und Maschinen, längst in aller Welt bekannt, dir in Treue stets zu dienen, schwören wir mit Herz und Hand. Trennt uns auch gleich für immer von dir, fernes Land und Meer, wir vergessen dich noch nimmer, denn die Sehnsucht zieht uns her. Was vererbt uns von den Alten? Gersche Sprach, Gersche Art, ward in Ehren stets gehalten und Jahrhunderte bewahrt. Menschen gingen, Menschen kamen, vieles veränderte die Zeit, doch wir tragen deinen Namen stolz bis in die Ewigkeit. Wie wir heut ihn alle singen, dir zum Preise froh im Chor, soll er fernstem Enkel klingen, noch als Losungswort im Ohr, dass auch er sich freudig weihe dir, die ihn geboren hat. Wachse, blühe und gedeihe, Gera, liebe Heimatstadt. Das hohe Lied auf Gera hat Tulipan geschrieben. Vielleicht einigen noch bekannt, die Tulipan-Lieder. Und Tulipan ist das Pseudonym für Hermann Lubold. Hermann Lubold hat in den 1890er Jahren eine Villa erbaut. Er war Textilfabrikant in dieser Stadt und um 1919 herum zog die Familie Biermann ein. Die Familie Biermann, bekannt in dieser Stadt eine jüdische Kaufmannsfamilie. Nach der Tochter, nach Ann Biermann, wurde der Kunstpreis moderner Gegenwartsfotografie benannt. Biermanns mussten vor dem Naziregime fliehen. Sie mussten ihre Villa verkaufen und zu DDR-Zeiten war die Villa Biermann dann eine Kindertagesstätte. Und da sind wir an dem Ort, wo wir heute hinwollen, worüber wir heute diskutieren möchten. Wir reden heute über Wohnen in unterm Haus, Biermann-Quartier. Das Biermann-Quartier hat in letzter Zeit viele Gemüter erhitzt und über die Problempunkte, die Schwierigkeiten möchten wir heute sprechen. Eingeladen haben wir den Herrn Göpfert von der Bürgerinitiative Leupoldgarten, den Herrn Leithold, die Linke, Stadtrat und Vorsitzender des Bauausschusses in dieser Stadt, den Herrn Steinhäuser, auch Bürgerinitiative Leupoldgarten und ganz besonders bekannt geworden durch die Kartografierung, wie heißt das? Bestandsaufnahme der Bäume im Leupoldgarten. Wir haben den Herrn Hadelich eingeladen. Herr Hadelich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Städtebau, Architektur, Bauhaus Uni Weimar und arbeitet noch in einem Institut in Weimar. Und Herrn Ramon Müller, Baudezernent in dieser Stadt. Herr Müller, 94 zog der Kindergarten aus dieser Biermann-Villa. Wie ist heute der Stand? Warum sitzen wir eigentlich hier? Wir sitzen hier, weil sich jetzt immerhin etwas tut in dem Quartier. Es ist ja leider nach 1994 eben nichts passiert in diesem Areal, zumindest was die Villa und den ehemaligen Villengarten betrifft. Ich sage ehemals, weil es ist heute kein Villengarten, es ist ein Rest eines Villengartens und es gibt immerhin jetzt eine Investitionsabsicht. Die ist an die Stadt herangetragen worden und die Stadt hat jetzt im Wege eines Bebauungsplanes, der ausgelegt wird, einen Diskussionsforum eröffnet für die Öffentlichkeit und ich freue mich, dass die Öffentlichkeit dieses Recht auch wahrnimmt und diese Möglichkeit hier jetzt darüber zu diskutieren, wie es in diesem Quartier weitergehen soll und es ist einfach auch ein Anlass, dass sehr vieles jetzt an Dingen, die man einfach tun muss, wenn man sich mit diesem Quartier beschäftigt, die Geschichte in Erinnerung rufen, die Bäume erfassen, um zu bewerten, welchen Stand haben sie, welchen Wert haben sie für die künftige Entwicklung. Das ist etwas, was in Gang gesetzt wurde jetzt und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass der Weg weitergeführt werden kann. Also ich freue mich zunächst, dass überhaupt über dieses Quartier geredet wird im Sinne einer Investition, da tut sich etwas. Vielen Dank. Herr Göpfert, die Bürgerinitiative ist nicht ganz so zuversichtlich. Wo würden Sie die ersten Knackpunkte sehen in der Diskussion? Also zunächst muss ich mal sagen, Bürgerinitiative, das sind ja keine Menschen, die da jetzt immer hin und her laufen mit einer roten Trillerpfeife und sagen, wir sind immer gegen etwas. Wir sind ja auch froh, dass es Investoren gibt, wenn ich mal so sagen darf, die Verantwortung übernehmen und die was tun wollen, die etwas tun wollen. Der Bürgerinitiative geht es darum,
um diese Art, wie dort gebaut wird, um diese Art der Bebauung. Wir sind für eine moderate Bebauung, für eine, ja, man kann sagen, Bebauung, die dem historisch gewachsenen Baugebiet dort mit seinem historischen Mühlgraben gerecht wird, die sich einfühlsam die Bebauung in das Wohngebiet einfügt. Und das ist nach unserer Auffassung mit dieser vorliegenden Entwurfsplanung nicht der Fall. Wir sind für den Erhalt des Mühlgrabens, wir sind für den Erhalt der nunmehr gezählten 355 Bäume, die da sind. Wir sind für den Umweltschutz, wir sind dafür, dass beachtet wird Hochwasserschutzmaßnahmen und auch Emissionsschutz etc. pp. Was immer angesprochen wurde, möchte ich gleich vorausschicken, dass die Bürgerinitiative, wie ich das so rausgehört habe, die wollen doch bloß ihre Parkplätze und die wollen vom Haus parken. Natürlich wollen wir das, aber das ist natürlich nicht so, das ist auch überhaupt nicht die Hauptforderung. Es geht hier nicht um Parkplatzsituationen vordergründig. Es geht um eine sinnvolle, gefühlvolle, ja auch mit Liebe zur Stadt, Bebauung. Und natürlich die Parkplatzsituation, die da stand, schon seit Jahrzehnten bekannt ist, hängt hinten mit an. Es ist uns ja auch bestätigt worden bei der öffentlichen Besprechung jetzt am 13., dass das Problem in der Stadt bekannt ist und auch nach Lösungen gesucht wird. Aber ich denke, die Parkplatzsituation sollte nicht im Vordergrund der heutigen Diskussion stehen. Herr Göpfert, Sie haben jetzt viele, viele Punkte aufgezählt, mit denen man erstmal in der Aufzählung noch nichts anfangen kann. Wir sollten nachher uns nochmal hinein vertiefen, was die Bäume betrifft, was den Mühlgraben betrifft etc. Ich würde gerne Herrn Leithold fragen wollen, wie der Bauausschuss zum momentanen Stand steht und wie dort die Meinungen schon dazu vielleicht ausgeprägt sind. Also richtigerweise ist, dass wir mit Vorlage des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan ja die Anlage 1 nicht mehr zum Bestandteil der Vorlage gemacht haben, weil wir den Eindruck hatten, dass da Dinge schon vorausgenommen worden sind, über die wir nicht reden. Herr Leithold, Anlage 1 für die Zuschauer, was ist das? Das war zur Drucksache Aufstellungsbeschluss, das war diese formale Darstellung der Baukörper in dieses Gebiet eingetragen. Ich denke mal, Konsens dürfte darüber bestehen, dass so wie es jetzt ist, dieses Gebiet so nicht bleiben kann. Es ist eindeutig ein städtebaulicher Missstand, was ich für mich bemängle, weil eine abschließende Beratung gibt es im Bauausschuss dazu noch nicht. Also die Vorlage kommt möglicherweise erst im März. Ich finde die Planung, die am 13. vorgestellt worden ist, für dieses Gebiet unsensibel. Das will ich deutlich sagen. Die prägende Gründerzeitbebauung, die in diesem Gebiet vorherrschend ist, ist mit den Baukörpern, so wie sie dort eingesetzt und eingetragen sind, nicht erreicht. Mir ist auch die Bebauung wesentlich zu intensiv auf dieser gesamten Fläche. Und ich denke, vielleicht wäre ein Konsens mit den Investoren mal zu erreichen, indem man sich auf Stadtwillen auf diesem Areal einigen kann und mehr Grün erhält als 3 Bäume, die jetzt gerade mal übrig geblieben sind, wenn er sein Konzept vollständig durchsetzen würde. Herr Steinhäuser hat sich ja die Mühe gemacht und wirklich auch Bäume gezählt. Herr Steinhäuser, Ihnen liegt der Umwelt-Naturschutz dort wirklich stark am Herzen. Wie ist der Stand momentan, was die Bäume betrifft? Also ich habe im Vorfeld zum Aufstellungsbeschluss eine Bestandskartierung zu den Bäumen im Luboldgarten durchgeführt, weil es augenscheinlich einen Unterschied gab zu dem optischen Erscheinungsbild im Luboldgarten, was man hier sehen kann, und zu dem, was in der Vorlage angedacht war, beschrieben war. Habe daraufhin gezählt und gemessen, habe festgestellt, dass es wesentlich mehr Bäume sind, die nach der Baumschutzsatzung der Stadt Gera einem Schutz unterliegen, und habe die Vorlage eingereicht. Inzwischen ist zum größten Teil bestätigt worden, dass mehr Bäume unter den Schutz fallen. Und es ist ein monetärer Ausgleich für den größten Teil der Bäume veranschlagt worden. 300 Bäume ungefähr wurden gezählt. 355 kommen zur Anrechnung, weil manche Bäume aufgrund ihrer Stärke mehrfach gezählt werden. In dem Bebauungsplangebiet sollen 3 Bäume erhalten bleiben. Das betrifft einmal einen Ginkgo im Gebiet und einmal eine Esche und einmal ein Ahorn, glaube ich, ist es noch, der erhalten bleibt. Alle anderen müssen für die Bautätigkeit dann gefällt werden, laut der Vorlage. Im Bebauungsplangebiet werden 36 Bäume neu gepflanzt. Dazu ist zu sagen, mehr würde ich als Planer auch nicht reinstellen, weil die wachsen ja, die Bäume.
Es ist aber halt trotzdem schade um den Bestand, weil jetzt präsentiert sich das Ganze, es wird scherzhaft gesagt, als grüne Lunge, aber es ist klimatisch wirklich wirksam und es ist auch optisch einfach schön. Es ist ein Biotopverbund in der Stadt Gera und nach meinem Dafürhalten wichtig. Monetärer Ausgleich. Herr Miller, gibt es noch andere Vorstellungen vielleicht schon zu den Bäumen als erste Problematik? Vielleicht zu den Bäumen. Es gibt ja auch vom Naturschutzbeirat begleitet und von einem Fachbüro natürlich in der Tat eine Aufmessung der Bäume. Dort ist die Zahl von 303 Bäumen gezählt worden. Die sind jetzt auch angesprüht worden, sodass man das sehen kann. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir von vornherein gefordert haben, dass die Baumschutzsatzung der Stadt anzuwenden. Und die heißt, also mal plastisch gesprochen, jeder Baum, der ungefähr Durchmesser hat, der es dann eben nach Baumschutzsatzung zu schützen, soweit es geht, oder zu ersetzen. Und die Baumschutzsatzung fragt nicht danach, wie dieser Baum entstanden ist. Ja. Und hier hat man natürlich die Situation, dass viele Bäume durch Wildwuchs entstanden sind. Das ist ja nicht der Villengarten, der jetzt zu sehen ist, sodass man, denke ich, schon davon ausgehen muss, selbst wenn man überhaupt keine Bebauung wollte und man würde den Garten wiederherstellen, was ja ein Ziel sein kann, selbst dann ist ja ein erheblicher Eingriff in den Baumbestand notwendig. Eigentlich hätte der Garten gepflegt sein müssen. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder den Eigentümer darauf hingewiesen, es tut gut zu pflegen, dass jetzt so viele Bäume auszugleichen sind. Und das ist ein Betrag genannt worden, wenn man die Planung so umsetzen würde von 80.000 Euro Ausgleichszahlungen, nämlich für die Bäume, die man, wie Sie auch gesagt haben, nicht auf dem Grundstück mehr pflanzen kann, dann hat das natürlich was damit zu tun, dass das Grundstück vernachlässigt wurde. Also ich bin auch dafür, dass man die Bäume sehr genau anguckt. Ich denke auch, das letzte Wort ist nicht gesprochen, was die Erhaltungsfähigkeit der Bäume betrifft. Aber man muss halt wissen, egal wie man mit diesem Quartier umgeht, es wird ein erheblicher Anteil dieser Bäume fallen müssen, weil sie einfach entstanden sind, ohne dass dort wirklich gepflegt wurde und gestaltet wurde. Wir haben ja von Herrn Göpfert und auch von Herrn Steinhäuser auch schon gehört und auch im Vorgespräch, was die Zuschauer jetzt noch nicht miterleben durften, schon viel diskutiert, dass die Bürger, die dort wohnen, die wirklich auch die Fachleute für diesen Quartiersbereich irgendwo auch sind, natürlich mit einer Investition einverstanden sind. Aber eben, wie Sie schon sagten, auf eine sensible Art und Weise. Und Herr Hadelich könnte was dazu sagen. Wie ist denn das heute eigentlich im Trend? Man redet immer von Lebensumständen, Vitalisierung, Optimierung, Wohnqualitäten. Was macht man denn in so einem Quartier wie unterm Haus? Sie haben es sich ja vorher extra mal angeschaut. Wie geht man denn da heute städteplanerisch vor? Ja, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ansätze, wie man mit einem Baustein umgehen kann, wie dieser Block in einer Gründerzeitbebauung. Eine Lösung ist sicherlich die jetzt angestrebt wird. Es gibt andere. Was hier vielleicht besonders interessant ist, ist die Art des Verfahrens oder wie jetzt auch eine sich gebildete Bürgerschaft, die jetzt eine Meinung entwickelt hat, die Positionen bezieht, dann sozusagen eingebunden wird in einen Prozess. Wir haben gerade gehört, jetzt der Bebauungsplan wurde ausgelegt, damit er diskutiert werden kann. Man kann natürlich gerade im Geiste von Stuttgart 21 auch noch weitergehen. Also bei größeren oder anderen Verfahren ist dann eine Bürgerbeteiligung durchaus interessant, die den ganzen Planungsprozess mit beteiligt und auch die Bürger involviert in eine direkte Planung oder in das Bauen von Modellen und Zeichnungen und so, also das Anlegen von Zeichnungen einbindet. Das alles ist hier denkbar. Vom Prinzip her denke ich, dass die Bebauung dieses Grundstückes durchaus Sinn macht. Es ist ja nicht umsonst, steht es jetzt seit 1994 sozusagen diese Villa leer. Wenn es möglich wäre, die zu erhalten und es vielleicht einen lokalen Matador gibt, der sagt, er investiert jetzt hier das Geld, zieht dort ein, investiert die Millionen, die es eben braucht, dann wäre natürlich auch dieser Erhalt des Gartens oder das Wiederherstellen dieses Gartens eine wunderbare und denkbare Lösung. Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Insofern muss man sich wohl damit abfinden, dass dort irgendetwas bebaut wird und sicherlich auch einige der Bäume dann dort verschwinden. Die Frage ist, wie wird das ausgeglichen oder müssen es wirklich alle sein bis auf drei? Und das wird dann, könnte ein solcher Prozess natürlich dann auch zeigen. Herr Hadelich, Sie sagen ja schon, es können Ideen einfließen, wenn man eine Bürgerbeteiligung noch etwas erweitert. Ich denke, da würden wir dann ganz zum Schluss noch mal drauf kommen.
Einerseits ist die Baumproblematik das zweite Problem, was ganz klar von der Bürgerinitiative gestellt wird. Was passiert tatsächlich mit dem Mühlgraben? Der Mühlgraben soll an dieser Stelle so in der jetzigen Planung verrohrt werden und auf der Verrohrung befindet sich dann die Bebauung. Habe ich das richtig verstanden, Herr Göpfert? Ja, dem ist so. Also man kann das hier an der Planung auch sehen oder an der Entwurfsplanung. Also so wie ich das jetzt entnehmen konnte, der Vorstellung am 13. des Investors, ist es so vorgesehen, dass auf dem Verlauf des Mühlgrabens jetzt eine Häuserbebauung vorgesehen ist im Moment. Und der Mühlgram, der soll zugeschüttet werden. Das heißt, richtig. Ah ja. Und das ist eine Weinhausbebauungszeile. Gut. Und das ist der See, der entstehen soll. Und das ist der Teich. Der Teich. Der heißt, der Mühlgram entstehen soll und der Mühlgraben soll unterhalb der Bebauung in einer Verrohrung geführt werden. Nun ist ja der Mühlgraben zurzeit kein fließendes Gewässer, wie es vielleicht mal geplant ist. Herr Leithold, wie ist denn die Zukunft des Mühlgrabens für Gera? Es gab ja, wir haben vor vielen Jahren das UCI gebaut und da wurde der Mühlgraben schon renaturalisiert und er sollte ja eigentlich insgesamt renaturalisiert werden. Wo ist denn da? Wie passt denn das mit der Verrohrung zusammen? Also erstmal vom Prinzip her völlig richtig. Es gibt sogar eine Stadtratsvorlage, die den Mühlgraben wieder revitalisieren will in dieser Stadt. Bis jetzt immer gescheitert an Geld und ich denke mal, wird auch weiter überwiegend scheitern am Geld. Es sind zwischendurch auch Bautenstände erreicht worden, die ein durchgängiges Fließen des Mühlgrabens aus der Untermäuserseite mindestens bis in die Kleingartenanlage zum Stadion am Steg so gar nicht mehr möglich wäre, weil erstens Baukörper drüber, zweitens völlig unterbrochen, drittens nicht verrohrt und viertens, das wissen wir alle aus dem Zentrum, unmittelbar im Haus der Kultur natürlich, neben den Hauptsammler laufend, also das wird heute keiner mehr tun. Auch in diesem kurzen Stück gibt es keine Verbindung mehr. Es gibt zum Beispiel keine Verbindung mehr zwischen dem Biermannplatz und der Untermäuser Apotheke und dann natürlich noch weiter über die Schwimmhalle hinaus, so wie das alte Mühlgrabenbett mal war. Also in Privatinitiative, mach's mal ganz komisch, unmittelbar vor der alten Untermäuserbrücke Wasser zu holen, das dort einzuleiten und nach dem letzten Bebauungsgebiet in der Arnstraße wieder in die Elster einzuleiten, wenn dieses privat machbar wäre. Also ich wäre der Erste, der Hurra schreien würde. Ich würde da gerne nachhaken. Das ist ja die Stelle, wo der Mühlgraben sehr dicht an die Elster heranführt. Und wir hatten ja im Bereich des urbanen Gebietes, die ein oder andere kann sich vielleicht daran erinnern, also in dem Bereich ehemals Modedruck, Reichstraße, Wasserkunst ja auch eine Teilrenaturierung hinbekommen. Also das könnte in der Tat ein Abschnitt sein, wo man dann von der Elster Wasser in den Mühlgraben bringen muss. Es bedarf allerdings auch, die Stadt ist ja durchaus klamm, dann auch einer Interessengemeinschaft, die dann dieses Mühlgrabenstück pflegt, unterhält. Wenn man dort ein fließendes Gewässer hätte, wäre das natürlich sicherlich eine städtebauliche Bereicherung, keine Frage. Eine andere Möglichkeit ist, dass man zumindest die Erinnerung an den Mühlgraben behält und die dritte ist dann eben die, dass man den in Teilen überbaut, wie jetzt hier. Aber auch das ist ein Thema, was, denke ich, ja jetzt durch diesen Entwurf hier ja wieder zur Aktualität gelangt ist. Was soll mit dem Mühlgraben werden? Auch das ein Thema, was jahrelang in den Hintergrund getreten ist. Ja, das haben Sie sehr schön gesagt, da bin ich auch dafür. Ergänzend vielleicht dazu. Also man muss auch wissen oder an der Stelle mal sagen, es wurden ja an der Kantstraße, Kreuzung Schellingstraße auch Brückenbauwerke errichtet. Sicherlich im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen mit öffentlichen Geldern, mit Fördermitteln, um eben gerade diesen Mühlgraben offen zu halten. Und jetzt ist es halt so, wie es sich im Moment darstellt. Moment. Nicht offen zu halten, sondern eine Wasserverbindung gut, zu erhalten, genau. Ist ein bisschen umso ein Unterschied. Besser. Und jetzt ist es so, dass unmittelbar im Anschlussbereich dort der Mühlgraben letztlich verfüllt wird. Es wird eine Verrohrung vorgesehen, das ist richtig. Man muss aber auch dazu sagen, und die Untermhäuser, die Anwohner, die kennt das Thema, es wird bei den extremen Witterungslagen, die wir jetzt immer vermehrt haben, der Mühlgraben, wie er jetzt ist, 2 bis 3 Mal im Jahr steht er voll Wasser, weil nämlich dort das ganze Regenwasser sich sammelt, weil dort das Wasser versickern kann, weil das Wasser dort von den Bäumen aufgenommen werden, wieder verdunsten kann. Also es ist nicht nur jetzt eine Frage des historischen Mühlgrabens, sondern im Moment auch eine Frage der Haltung der Bausubstanz der anliegenden Häuser. Ich habe mich selbst davon überzeugen können, speziell in den Häusern Schellingstraße, dass die jetzt schon nass sind, feucht sind. Das wird schlimmer werden, wenn man dann alles zu
ich sag mal, betoniert, überbaut, wenn man dort Oberflächen versiegelt. Und das ist im Moment mit der vorliegenden Planung der Fall. Und da bitten wir nur, neben der sensiblen Betrachtung des Baugebietes, des Wohngebietes, auch darum, entsprechende Umweltschutz, Umweltbelange, auch die Interessen der Anwohner und der Bürger Gera, nicht nur eines Investors, zu berücksichtigen. Herr das Göppert, möchten wir. Vielen Dank. Herr Steinhaus, Sie wollten auch noch was sagen? Hatte ich das so? Gut, dann wartet schon Herr Domkowski aus dem Publikum. Herr Domkowski ist auch für die Linken im Gera Stadtrat unter anderem aktiv und Mitglied der Bürgerinitiative und hat schon die Karte in der Hand und möchte auch hierzu beitragen. Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass in der Historie von Gera der Mühlgraben eine sehr intensive Rolle spielt. Also vor 500 Jahren bereits, als Niklas de Schmidt beispielsweise hier Gera mit etwas intensiverer Manufaktur versehen hat, ist der Mühlgraben als entsprechendes Gewässer notwendig gewesen. Und der Mühlgraben auf dieser Seite in unterm Haus ist dadurch gekennzeichnet, dass hier an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnehmen kann, da gibt es die Bezeichnung der Kubamühle. Und aus diesem Grund heraus ist auch dieser Teil des Mühlgrabens hergestellt worden. Die Kubamühle ist 1973 konkret niedergelegt worden, weil am 6. April 1945 die Bomben eine entsprechende Schädigung, Komplettschädigung des Gebäudes herbeigeführt haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Mühlgraben voll mit Wasser. Und Herr Leithold, Sie sehen auch durchaus auch, dass die entsprechende Zuführung etwa in der Höhe der Uferstraße gewesen ist, also Uferstraße 1 im konkreten Fall, also da, wo Frau Schmidt-Rossiwall durchaus einen entsprechenden Blick noch drauf hat, und ist dann erst später hinten wieder in die Weiße Elster hineingeführt worden. Zwischenzeitlich, wenn man von der Historie ausgeht, ist der Mühlgraben übernommen worden von einem privaten, heute würden wir sagen Investor, das ist nämlich der Herr Müller aus Bad Köstritz gewesen, der diesen Mühlgraben dann gekauft hat, und 1973 wurde er dann von einem Herrn aus München übernommen. Also er gehört nicht zu den übertragenen oder rückübertragenen Grundflächen, die zu diesem Gesamtquartier Biermann-Villa gehören. Ein interessanter Gesichtspunkt, der sicher in die Gespräche, die hoffentlich danach nach unserem Gespräch hier folgen werden, noch einfließen könnte. Herr Müller, im Mühlgraben wurde angesprochen, Wasser soll einfließen. Was ist mit dem Hochwasserschutz an dieser Stelle? Im Moment liegt ja gerade dieses Quartier, etwa bis Höhe Leibnizstraße geht das von der Elster her, ja im Überschwemmungsgebiet der Weißen Elster. Das heißt, dass Bebauung möglich ist. Das heißt aber, dass jegliche Bebauung, die dort stattfindet, den Retentionsraum nennt man das, also die Fläche, wo das Wasser sich stauen kann, ausgleichen muss. Also das, was dort hineingebaut wird, muss an anderer Stelle in diesem Überschwemmungsgebiet durch Abtragen von Gelände ausgeglichen werden. So hat zum Beispiel auch der Verkehrsbetrieb mit der Stadtbahn im Bereich der neuen Stadtbahnbrücke auch Gelände abgetragen, um dort einen Ausgleich zu bringen. Das ist natürlich die mittelfristige Perspektive. Die mittel- bis langfristige Perspektive ist, dass das Land seinen Hochwasserschutzplanungen weiterführen wird. Sie sollen ja in dem Bereich unterm Haus weitergeführt werden, und dort soll ja dieses ganze Gebiet, also alles, was ja östlich der Elster liegt, dann ja durch Hochwasserschutzmaßnahmen geschützt werden, direkt an der Elster. Vielen Dank. Wir haben jetzt die Thematik Mühlgraben gehabt. Wir haben angesprochen den Hochwasserschutz. Wollen Sie, Herr Steinhäuser von der Bürgerinitiative, hierzu noch was sagen? Ja, der Mühlgraben ist eben nicht nur als Retentionsraum, auf Deutsch Rückhalteraum für Wasser, zu sehen. In dem Überschwemmungsgebiet der Elster, welches auf dem Bebauungsplan durch eine blaue Linie gekennzeichnet ist, die sich auf der rechten Seite befindet. Die Darstellung ist zwar korrekt, aber als Betrachter beispielsweise aus der Sicht eines potenziellen Erwerbers von einem der Gebäude würde sich mir der Eindruck aufdrängeln, dass sich das Überschwemmungsgebiet westlich befindet und nicht östlich, bei grober Darübersicht. Es wäre also auch von der Darstellung her vielleicht zu überlegen, deutlich zu machen, dass sich das gesamte Bebauungsplangebiet mit Ausnahme des Fußwegs der Kantstraße in dem Überschwemmungsgebiet befindet.
Da gibt es für die zukünftigen potenziellen Erwerber auch Versicherungsfragen, sprich eine Wasserschutz-, eine Hochwasserschutzversicherung. Über den Hochwasserschutz-Retentionsraum, über die Funktion hinaus, hat der Mühlgraben, wie der Herr Göpfert sagt, auch eine Funktion als wasseraufnehmender Raum bei Starkniederschlägen. Daneben ist aber eben auch die Funktion als Standraum für Gehölze zu betrachten. Die Gehölze, die dort stehen und auch die, die auf der restlichen Fläche momentan noch stehen, haben einen sogenannten Transpirationssog. Das heißt, die nehmen aus Grund und Boden Wasser auf und verdunsten das. Und damit wird der Grundwasserstand in der näheren Umgebung abgesenkt. Wenn ich die Bäume dort entferne, den Großteil der Bäume, dann entfällt auch ein großer Teil von diesem Transpirationssog, von der Transpirationswirkung, und der Grundwasserstand wird wieder etwas ansteigen. Ist sowas in der Planung mit bedacht worden? Sind solche Probleme mit aufgenommen worden? Das sind Themen, die angerissen werden, aber dafür gibt es ja eine Beteiligung. Auch die sogenannten Träger öffentlicher Belange werden auch beteiligt, sodass man diese Fachfragen, wie das, welche Auswirkungen das hat auf den Grundwasserstand, die werden natürlich vertieft behandelt und dann auch entsprechend dann untersucht, und dafür gibt es entsprechende Stellungnahmen. Ich will jetzt auch kein Ergebnis vorwegnehmen, weil ich da kein Fachmann bin auf der Strecke. Da würde ich gerne dazu sagen, das Verfahren zu diesem Bebauungsplan findet nach Baugesetzbuch § 13a statt. Das ist das sogenannte beschleunigte Verfahren. Merkmale von der Verfahrensart sind, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit gegenüber dem normalen Bebauungsplanverfahren etwas eingeschränkt ist. Vor allem aber, dass die Umweltprüfungen nicht stattzufinden brauchen. Die sind also eingeschränkt hier in diesem Falle. Das Verfahren nach 13a Baugesetzbuch ist anzuwenden für sogenannte Baulücken. Dafür empfiehlt sich sowas auch. Unter Baulücke würde ich verstehen, wenn 1, 2, 3 Häuser oder so ähnlich in einer Straße fehlen, veraltet, entfernt worden die Häuser oder schon seit Zeiten nicht gebaut gewesen, die Häuser. Wenn die Stadt dort bauen will, empfiehlt sich ein solches Verfahren. Für die Fläche empfiehlt sich das Verfahren nach meinem Dafürhalten eigentlich nicht, weil die Fläche eine komplett andere Gestalttypologie hat als eine Baulücke. Gut, Herr Steinhäuser, Herr Müller hat das Mikro schon in der Hand und möchte was entgegnen. Ja, doch. Also die Frage, ob da jetzt nun ein Umweltbericht vollumfänglich notwendig ist oder nicht, das wurde ja gerade mit der Unter- und Naturschutzbehörde im Vorfeld abgeklärt, und sie hat selbst eingeschätzt, dass das Themenspektrum der Belange ist. Es sind ja alle angesprochen worden, Hochwasserschutz, Bäume und so weiter, die werden ja nicht inhaltlich verkürzt behandelt, sondern es geht hier darum, dass man nicht wie einen Bebauungsplan, der beispielsweise im Bereich einer noch unbebauten Landschaft stattfindet, dass dort sehr viel mehr Umwelteinwirkungen durch die Nichtbebauung hinzukommen. Das ist der Unterschied hierzu. Also es ist jetzt auch, ich muss auch ein bisschen entgegentreten dem Eindruck, dass die notwendigen Belange, um die es hier geht, dass die etwa weniger berücksichtigt werden. Das ist nicht der Fall. Und es findet auch nicht weniger Beteiligung statt. Im Gegenteil, wir haben den Auslegungszeitraum auf 2 Monate verlängert. Gesetz sagt mindestens 4 Wochen. Wir machen auch in der Regel 4 Wochen. Also da muss ich doch etwas dem Eindruck entgegentreten, dass jetzt hier bestimmte Belange unter den Tisch fallen deswegen. Es ist ein übliches Verfahren, nicht für Baulücken, sondern für sogenannte Bebauungspläne der Innenentwicklung, und das ist hier der Fall. Bis zum 4. März können sich ja die Bürger dazu noch engagieren und ihre Stellung beziehen. Aber wir am Tisch, hier um den Tisch herum, möchten ja eigentlich die Beteiligung doch noch ein Stück erweitern. Herr Hadelich, welche Erfahrungen gibt es denn da in anderen Städten, in anderen Ländern vielleicht? Ja, also gerade was die Beteiligung angeht, ist, glaube ich, Deutschland auch so ein bisschen Entwicklungsland. Wir haben natürlich vorgeschrieben durch das Baugesetzbuch eine gewisse Art der Beteiligung, die im Wesentlichen dann darin besteht, dass Pläne ausgehängt werden und man dann seine Meinung dazu äußern kann oder dafür oder dagegen sein kann. Wenn man sich jetzt umschaut, in den USA ist es schon seit 10, 15 Jahren üblich und mittlerweile bei fast jedem größeren Projekt auch der Fall, dass ein wirklicher Beteiligungsprozess stattfindet, der sich über ein halbes Jahr oder auch länger ziehen kann, je nach Größe des Projektes, bei dem alle, die irgendeine Form von Interesse an dem Projekt haben, eingeladen werden von dem Investor, von der Stadt, darüber zu diskutieren, zusammen Pläne entwickeln, Zeichnungen machen, wie ich schon eben sagte.
Der Prozess ist in verschiedene Phasen gegliedert. Also man fängt natürlich mit einer Bestandsaufnahme an und dann werden erste Ideen entwickelt. Begleitende Architekturbüros zeichnen dann diese Vorschläge. In dem nächsten Treffen wird darüber wieder diskutiert, dann werden sie abgeändert, kommentiert und so weiter. Was daran interessant ist, ist, dass im Grunde tatsächlich von Anfang an alle mit eingeladen werden. Also nicht erst in dem Moment, wo man zum Beispiel einen Bebauungsplan auslegt, sondern schon weit vorher. Im Grunde wäre dieser Bebauungsplan fast das Ende dieses Prozesses, wo dann nur noch alle sagen, ja, das finde ich so okay und dann geht es in die nächste Phase. Man nimmt sie also von Anfang an mit und sie haben tatsächlich das Recht, auch mit einem Stift durchaus mal in einem Plan was zu zeichnen. Wir wünschen uns für Gera, dass wir diesen Prozess durchaus gern noch anstoßen könnten im Nachgang. Sicherlich nicht ein halbes Jahr, Herr Leithold, keine Angst. Hier geht es ja um Großbauprojekte. Ich meine, hier kann man das sicherlich schneller vielleicht umsetzen. Also es gibt auch mittlerweile in Deutschland erste Städte, die sowas ausprobieren. Wir sind selbst mit dem erwähnten Institut aus Darmstadt in Minden tätig, wo die Stadt ein solches Verfahren sozusagen angefangen hat, mit der Beteiligung des Investors natürlich, das ist klar. Da geht es um ein sehr großes Projekt. Und am Anfang, das kann ich absolut verstehen, gibt es natürlich eine gewisse Skepsis. Seiten der Stadt herrscht Unsicherheit, kommt da überhaupt jemand und wenn ja, kommen da nur so Leute, die ja gegen alles sind oder was macht man dann mit denen, wie geht man damit um? Der Investor hat Angst, dass anstelle von seinem gewünschten Projekt plötzlich eine Bibliothek gefordert wird und dann kann er gar nicht mehr das machen, was er will. Das sind natürlich so Ängste, die tatsächlich dann nicht greifen, weil natürlich klar ist, um was es geht und darüber wird diskutiert, der ganze Prozess wird moderiert. Soweit ich das weiß, gibt es auch in Gera ausgebildete Moderatoren für solche oder für ähnliche Prozesse. Insofern würde das jetzt hier auch durchaus denkbar sein, kann ich mir vorstellen. Dort war es so, dass tatsächlich nach drei Planungswerkstätten, so wie das dann genannt wird, ein Ergebnis vorlag in Form von 3D-Modellen am Computer, aber von Zeichnungen, von Texten, die durch dann am Ende 350 Bürger, die anwesend waren und dort mitgemacht haben, sozusagen befürwortet wurden. Das hat dazu geführt, dass auch das im Stadtrat wenige Zeit später fast einstimmig sozusagen beschlossen wurde und dass jetzt tatsächlich der Verfahren für den Bauungsplan oder für eine Änderung des Bauungsplans eingeleitet wird. Und natürlich gibt es Proteste und es ist auch richtig so und die sollen, wenn möglich, dann auch zu den Werkstätten kommen und sich da beteiligen. aber insgesamt ist sozusagen gerade in dem Fall klar geworden, dass wenn es um schwierige Projekte geht, um Projekte, an denen sich dann Meinungen plötzlich reiben, dass es dann ein hohes Potenzial birgt, um zu einer positiven Einigung zu kommen. Also persönlich bin ich ein ganz großer Fan von moderierten Werkstätten, weil da wirklich gute Ideen herauskommen. Herr Leithold hat sofort gezuckt und dachte, Mensch, welches Problem entsteht denn jetzt? Wo ist denn das Problem? Also das Problem besteht ganz einfach darin, dass der Ausschuss mit Beschlussfassung des Aufstellungsbeschlusses erklärt hat, dass mindestens eine öffentliche Beratung mit den unmittelbar Beteiligten stattzufinden hat. Und dies hat am 13. stattgefunden. Und nun sage ich auch mal ganz nüchtern, wenn der Wunsch dort bestanden hätte, noch eine zweite zu machen, dann hätte man sich dort äußern müssen. Es wäre aber jetzt schade, wenn der Bauausschuss bei dieser Meinung bleibt, weil ja unsere Stadt sich ja mit dem Bürgerhaushalt, mit ISEC, integriertes Stadtentwicklungskonzept, mit einem Kinderparlament und der neuen Oberbürgermeisterin ja eine direkte Beteiligung, eine stärkere partizipative Beteiligung auf die Fahnen geschrieben hat. Das haben wir gerade getan, ja. Kann man nicht noch 2-3 Schritte weitergehen und noch 3 Werkstätten zulassen mit dem Investor gemeinsam? Ja. Vielleicht darf ich da nochmal, also der Unterschied, den ich jetzt sehen würde zwischen dem, was möglicherweise am 13. stattgefunden hat, ich war natürlich leider nicht anwesend, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber es ist eben der Unterschied zwischen einer Informationsveranstaltung, bei der auch ein Bürger kommentieren darf und seine Meinung sagen darf oder seinen Zettel irgendwo reinwirft, und einem Prozess, bei dem tatsächlich über mehrere Phasen hinweg geplant wird und entworfen wird. Das ist einfach was anderes. Also wir haben ja schon durchaus auch gute Erfahrungen, jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan mit solchen Werkstätten. Ich erinnere zum Beispiel an den Sachsenplatz Bürgerplatz. Da heißt ja nicht umsonst so, dass die Fragestellung natürlich ein bisschen einfacher. Das gebe ich zu. Es hängt natürlich auch von der Bereitschaft ab, von der Investorenseite und von der Eigentümerseite hier mitzumachen. Wir haben jetzt eine Informationsphase abgeschlossen und ich denke, die wäre auch sehr notwendig.
weil wir doch gemerkt haben, dass man bei der Frage, oh, viele Bäume und das klingt ja alles erstmal schlimm und was soll man bebauen und was kann man bebauen, ein Stück weitergekommen ist. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass jetzt sozusagen das nur durchgedrückt wird. Ich habe auch den Bauausschuss nicht so verstanden. Und da wird natürlich erwartet, dass jetzt aus der Situation die Investorenseite schon gewisse Konsequenzen zieht. Ja, es gibt ja Fragen, die offen geblieben sind. Und ich denke, man wird im Gespräch bleiben. Wir werden auch dem Bauausschuss berichten, was das Ergebnis dieser Informationsveranstaltungen war. Wir werden natürlich die Grundzüge, was jetzt in den 2 Monaten an Belang vorgebracht werden, berichten und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Es hängt im Wesentlichen von der Bereitschaft ab, von der Investorenseite auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Also Sie müssen es eigentlich wollen. Sie wollen ja hinterher, egal was dort gebaut wird, das ja auch am Ende verkaufen und an den Mann bringen. Und es tut dem Stadtteil nie gut, wenn im Gedächtnis bleibt, da ist irgend so ein Fremdkörper entstanden. Aber ich bin da zuversichtlich, dass man da was hinbekommt. Das ist schön, wenn ich jetzt mal, das sehe ich jetzt auch so. Deswegen hat es die Mitglieder der Bürgerinitiative etwas verwundert, dass gerade in dem Fall, in so einem sensiblen Fall, wie Sie es auch gerade jetzt geschildert haben, was ja letztendlich auch aus der, auch ein Ergebnis der Bürgerinitiative ist, wage ich mal zu behaupten, warum man da so ein beschleunigtes Verfahren überhaupt angewandt hat. Die letzte Frage, die gestellt wurde, im Moment noch nicht. Praktisch nicht beschleunigt. Ja. Die Frage wurde schon mal am 6.2. gestellt von einem Bürger bei der Vorortbegehung. Die wurde auch von einem Vertreter der Stadt beantwortet mit, weil es zulässig ist. Jetzt haben wir ja gesehen, wie viele Fragen, ja, es ist so. Jetzt haben wir gesehen, wie viele Fragen, wie viel Interesse und wie viele Widersprüche auch und auch wie viel, sagen wir mal, Herzblut von den Gärern dort in das Baugebiet reingelegt wird. Und speziell nochmal, um das abzuschließen, auch das Thema mit dem beschleunigten Verfahren, diese Dringlichkeit, die das Baugesetzbuch hier vorsieht, also Dringlichkeit für Investitionen, wenn Gefahrenverzug ist oder ähnliches, so Lückenbebauung, die ist hier einfach nicht zu erkennen. Auch jetzt in Hinsicht der Bautätigkeit weiß noch keiner, wie lange das überhaupt gehen wird. Insofern ist aber schön, wenn jetzt eingelenkt wird und wenn wir jetzt sagen können, wir werden gehört und sagen wir mal, öffentliche Belange werden aufgenommen und fließen in die Planung mit ein. Zumindest habe ich das so verstanden, auch bei einem Gespräch mit dem Investor, der gesagt hat, er ist durchaus bereit, auch darüber zu reden. Also ich habe das jetzt auch in einem Gespräch am 6.2. so verstanden. Auch die Stadt hat das so signalisiert und darüber freuen wir uns natürlich. Also dann verstehe ich das jetzt richtig, dass praktisch die Stadt Gera nochmal auf den Investor zugeht und sagt, wir möchten gerne nochmal eine kleine Werkstatt, einen runden Tisch. Einen grünen Tisch, in unterm Haus, einen unterm Häusertisch, was auch immer, und setzen uns zusammen, wenn der Investor das wünscht. Ansonsten muss der Investor sowieso auf Probleme etc. eingehen. Ja. Dem Investor muss klar sein, dass er sich um eine höhere Akzeptanz bemühen muss und wir werden mit ihm reden, wie wir dazu kommen. Ich möchte das gerne ergänzen. Die beiden Veranstaltungen, die angesetzt worden sind über das übliche Maß der Bürgerbeteiligung in einem 13a-Verfahren, die sind sehr zu loben. Die Stadt Gera gibt sich Mühe, da die Bürger trotz des 13a-Verfahrens zu beteiligen. Was jetzt eigentlich fehlt, ist wirklich die konkrete Ansage des Investors, ja, er prüft auch Alternativen für den Bebauungsplan. Solche Alternativen wurden nur als Beispiele mal ganz grob entwickelt. Der Bebauungsplan, der auf dem Bild jetzt hier zu sehen ist, ist das Original von der Stadt Gera. Auf dem Bild wurden mal die überflüssigen, also optisch überflüssigen Zeichen entfernt, die Flurstücksnummern. Man kann als blauen Verlauf den Mühlgraben sehen auf der rechten Seite, der überbaut ist durch ein graues Gebäude, dunkelgrau. Man kann, das ist an der Kantstraße, man kann auf der gegenüberliegenden Seite des Bebauungsplanes, auf der Ostseite, die Bebauung an der Leibnizstraße erkennen als dunkelgrau. Und man kann in der Mitte des Bebauungsplangebietes erkennen die Innenbebauung und an der Hoppestraße, Tobias-Hoppestraße nördlich, die Bebauung, die dort vorgesehen ist. Das erscheint sehr dicht und sehr voll. Als alternativen Vorschlag könnte man auch die Bebauung etwas anders ausführen, indem man sie hinter den Mühlgraben verschiebt. Das ist auf diesem Bild mal angedeutet. Das hätte zur Folge, dass der Mühlgraben als solches erhalten bleiben könnte. Auf dem Bild hier ist dann zu sehen, der Baumbestand, wie er sich jetzt momentan im Mühlgraben darstellt,
einfach mal drüber gelegt. Alle davon könnten bestimmt auch nicht erhalten bleiben, aber vielleicht halt ein Teil, was zu dem grünen Erscheinungsbild dieses Quartiers sicherlich beiträgt. Alternativ zu dem Vorschlag, was ja auch eine Reihenbebauung darstellen würde, käme auch in Frage eine anderweitige Bebauung, nämlich in Form von Stadtvillen oder Einzelgebäuden, nicht Reihengebäuden. Das Bild, was jetzt hier zu sehen ist, ist das Original von der Stadt Gera. Das ist die Beilage 1 zum Bebauungsplan, ein Ausschnitt davon. Das ist die Darstellung des Bestandes. Da ist die Villa noch zu sehen auf der rechten Seite, auf der Ostseite. Die Villa soll ja dann abgerissen werden, um Platz zu machen. Wenn ich die Platzverhältnisse im Quartier jetzt betrachte, auf dem nächsten Bild, hier sind mal die Flurstücksnummern zu sehen, ist nicht ganz zu sehen, wie viel Platz vorhanden ist. Wenn ich die Flurstücksnummern wiederum entferne und auf dem nächsten Bild mal die Villa noch ein paar Mal reinsetze, kann ich sehen, dass durchaus Platz wäre für eine Bebauung in dem Gebiet. Die Biermann-Villa einfach vervielfältigt. Das ist natürlich eng da drin, aber so groß muss es ja vielleicht gar nicht sein. Die Biermann-Villa ist wirklich ein ziemlich großer Bau mit 20 mal 25 Metern Grundfläche im Groben. Wenn ich statt dieser Bebauung einsetzen würde, wenn die Villa, wie es jetzt vorgesehen ist, abgerissen werden würde, dann könnte man den Ersatzbau für die Villa weiter nach Osten verschieben und hätte schon erheblich mehr Platz für die Bebauung. Und als weitere Variante könnte man ja auch analog zur Tobias-Hoppe-Straße 21, das ist der Bau nördlich, wenn ich den vervielfältige und mal ins Bebauungsgebiet reinsetze, dann habe ich da drei Stadtvillen mit ordentlich Platz für Familien oder andere Mieter. Das wäre also durchaus möglich. Und daraus ergäbe sich auch die Möglichkeit, einen Großteil des Baumbestandes, wie auf dem letzten Bild hier zu sehen ist, zu erhalten. Also ich sehe, Herr Steinhäuser, hier wird schon gespielt, in Anführungsstrichen, mit Bausteinen im Computer und mit Bäumen im Computer. Dann ist aber jetzt die Frage, jetzt stehen hier drei Villen, das würden dann wahrscheinlich Eigentumswohnungen eher werden oder drei große Villen. Ich weiß nicht, wer mir dazu antworten kann. So ein Investor möchte ja durchaus auch Geld verdienen und das ist ja durchaus auch nachvollziehbar. Aber verkaufen sich Eigentumswohnungen oder Reihenhäuser besser, kann da irgendjemand antworten? Ja, bitte. Weil ich auch beruflich mit dieser Branche zu tun habe. Eigentumswohnungen verkaufen sich sehr gut in einer guten dieser Wohnlage verkaufen sich sicher auch Eigentumswohnungen sehr gut. Es gibt Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich die Mühe gemacht haben und haben entsprechende Makler und Fachleute, die hier mit dieser Branche zu tun haben, befragt. Und da wurde eindeutig gesagt, also auch in Gera sind Eigentumswohnungen mit bestimmter Qualität und bestimmter Lage sehr gut zu verkaufen. Also dem ist so, wenn der jetzige Investor sagt, er kann das nicht oder macht das nicht, ja, da liegt das jetzt am Investor oder wer auch immer. Ich verstehe, und das gebe ich auch zu, das ist auch keine Schande, dass der Investor sagt, ich muss hier Geld verdienen. Man muss den auch mal loben, man muss auch mal sagen, wir sind ja auch froh, dass sich jemand mal aufstellt und sagt, also wir tun hier was. Wenn alle immer nur schimpfen und alle immer nur sagen, wir wollen nichts, dann passiert doch nichts. Also bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber Sie möchten helfen, das zu optimieren. Natürlich, deswegen sitzen wir hier. Ja. Und das ist der Grund. Und es hat so ein bisschen den Eindruck erweckt, ich möchte da niemand zu nahe treten, als dass hier eine Entwurfsplanung vorgelegt wurde, die natürlich Investoren gefällig ist, das verstehe ich auch. Es wird so viel wie möglich auf ein kleines Gebiet gebaut. Und dass man dann sagt, na gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das so durchbekommen. Also es kann nicht Interesse der Stadt sein, dass hier Oberflächen komplett versiegelt werden. Sie schmunzeln schon, aber lassen Sie mich bitte ausreden. Es kann nicht Interesse der Stadt sein, dass ein historisch gewachsenes Wohngebiet hier, ich sage es jetzt mal salopp, zubetoniert wird. Dass Häuserfronten entstehen um die Kantstraße herum, um die Tobias-Hoppe-Straße, das kann nicht das Interesse sein. Das soll es auch nicht sein, ist auch nicht unser Interesse. Ich möchte auch noch kurz was sagen. Sie sagten, das Thema Biermann-Villa haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich möchte es tun. Die Biermann-Villa, natürlich kann man die erhalten. Es wird immer so lapidar gesagt,
das ist jetzt irgendwie alles eingefallen, die muss weg. Das stimmt nicht. Also ein Gebäude, was jetzt 20 Jahre lang mehr oder weniger so allein da stand und ringsherum mit Wildbewuchs, natürlich waren da mal Fenster auf, mal Fenster zu, das Dach mal ein bisschen kaputt, hat es reingeregnet, sind die Decken halt nicht mehr zu erhalten, das ist so. Aber die Gebäudehülle, die ist sicherlich in Ordnung und man kann das sanieren, das geht. Das ist eine Frage des Wollens und natürlich auch eine Frage des Geldes, leider. Sie sind Bauingenieur, Sie wissen, wovon Sie reden, ne? Ja. Ja, weil ich muss Ihnen das jetzt hier so glauben. Herr Müller wollte schon Ihnen antworten. Nein, ja, ja, gerne. Ich möchte Ihrer Punkte. Es ist, also ich möchte nur festhalten, weil immer gesagt wird, so lapidar, Villa muss weg, geht nicht zu halten, stimmt nicht, ja. Kann man erhalten. Ich habe mir auch den Bauzustand der Remise angeguckt. Also vom Bauzustand ist das nahezu das Gleiche. Die soll ja erhalten bleiben, also es geht. Ist also eine Frage des Wollens. Und nochmal aufzugreifen, die Begründung dieser Blockbebauung in Anlehnung an die Gründerzeit von der Architektin. Zur Gründerzeit gehört natürlich auch solche parkähnlichen Anlagen und gehört natürlich auch solche Gründerzeitvillen. Und warum will die Stadt auf sowas verzichten, wenn es denn nun schon mal da ist? Das ist im Prinzip eine Frage der Bürgerinitiative, die wir einfach nicht beantwortet bekommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, dieser Investor, der will das nicht, er möchte eben so bauen, das verstehe ich. Aber muss die Stadt dann sagen, ja, dann mach halt? Oder kann die Stadt da regulierend eingreifen, kann sagen, wir wollen das nicht in dieser Form, bitte beachten Sie auch Bürgerinteressen, unsere Interessen, Stadtentwicklungsfragen und dergleichen. Das ist die Frage. Die Zuschauer wollen auch noch mitkommen, deswegen erstmal Herr Müller auf die Entgegnung, die Sie vorhatten. Also wenn Sie in den Plan genau gucken, er wird nicht, das Gelände wird nicht zubetoniert. Also das ist doch, denke ich, etwas eine falsche Begriffswahl. Und natürlich kann man sich noch, wenn man noch kreativer nachdenkt, noch sehr viele andere Bebauungsformen vorstellen. Aber ich denke, eins hat ja schon gezeigt, zumindest, dass es eigentlich nichts von der Historie her, nichts Zwingendes gibt, was jetzt zu einer Folgebebauung führt. Das ist eben keine Baulücke in Anführungszeichen, ja, da, wo sich das Zwingende ergibt. Das ist schon mal, eine wichtige Botschaft. Und das Zweite ist, wir haben ja noch gar nicht über Qualitäten gesprochen. Ja, also ein gut gebautes dreigeschossiges Reihenhaus kann immer noch besser aussehen und am Ende besser gefallen als eine lieblos hineingesetzte Bebauung, die sich dann als Stadtvilla verkauft. Also da gibt es auch gruselige Dinge. Also das ist der nächste Schritt und das ist auch in der Tat ein kleines Manko natürlich eines Bebauungsplanes. Der kann dann nur in bestimmten Grenzen gehen. Ich würde jedenfalls jetzt nicht so weit gehen, dass man quasi den Spieß umdreht, also versucht eine Planung, die gar nicht akzeptiert wird, durchzudrücken. Man kann aber auch nicht den anderen Weg gehen und quasi dem Investor vorschreiben, was er bis zum Ende zu bebauen hat. Man muss aufeinander zugehen. Selbstverständlich. Aber wenn ich kurz noch einschieben aus dem unterbrechen aus dem darf. Integrierten Stadtentwicklungskonzept GERA 2030. Da steht GERA, die Otto-Dix-Stadt. Zitat, die Villenkultur, die Gründerzeitquartiere und die Stadt im Grünen mit dem Zentrum Hofwiesenpark werden gepflegt und bestandserhaltend weiterentwickelt. Zitat Ende. Hier hätte man doch mit einem Schlager alle drei Punkte gefördert. Wenn die Villa erhalten wird, ich habe nichts dagegen. Ist gut. Doch gut. Also jetzt muss ich aber doch nochmal, sonst komme ich nicht nochmal zu Wort. Sie haben gerade gesagt, eine gute Bebauung, selbstverständlich, wir wissen ja noch gar nicht, das kann sich natürlich auch als Reihenhaus verkaufen, stimme ich Ihnen natürlich zu. Das war ja auch eine Frage bei dem Termin am 13.02. eines interessierten Bürgers der Stadt, ja, wie wird denn gebaut? Und da kam die Aussage des Investors, das wissen wir nicht. Also es wird 2- bis 4-geschossig, aber mehr wissen wir halt noch nicht, so wie wir halt verkaufen. Auch das war die Aussage, die ist auf Tonband aufgenommen, das ist so. Und das kann da nun aber nicht sein. Wir reden hier über Stadtentwicklung, Stadtplanung. Uns liegt im Moment eine Entwurfsplanung vor. Ich kenne die einzelnen Planungsverfahren. Sicherlich ist das so korrekt. Aber man muss doch als Investor, der sein Geld auch in die Planung schon reinsteckt, der schon Gespräche mit Ihnen geführt hat, der muss doch jetzt auch mal sagen, ich baue hier und das sieht so aus. Und das war doch genau das, was Sie gesagt haben. Eine Reihenhausbebauung muss keine schlechte Qualität sein. Sie muss auch nicht so verdichtet gebaut werden, das ist ja auch unser Anliegen. Wir sind ja auch nicht gegen Bebauung, aber wie sieht es denn aus? Und da kann doch nicht ein Investor, Bauträger oder Koordinator, wie man es jetzt nennen will, sich hinstellen und sagen, das wissen wir nicht. Also ich stimme zu, wenn er sagt, ich weiß noch nicht, 7,50 Meter wird es breit oder 7,75 Meter, das weiß ich noch nicht genau, das ist okay. Aber er muss doch jetzt wissen, auch allein um schon finanziell rechnen zu können, ja, baue ich jetzt 3 Geschosse oder 4 Geschosse, das muss doch, und da muss die Stadt doch auch mal fragen, ja, wie sieht es denn aus? Und ist die Frage dann gestellt worden oder kann die beantwortet werden? Das war eine Frage, die ich jetzt wiederhole, von einem Bürger am 13.02.
Herr Göpfert, die Frage, die die Zuschauer jetzt wahrscheinlich eher noch haben, ist, wir haben über Baumschutz gesprochen, wir haben über den Mühlgraben gesprochen, über eventuelle andere Baumöglichkeiten, über eventuelle Partizipation. Das ist jetzt alles noch ein bisschen wenig. Warum soll jetzt was geändert werden? Es gibt noch mehr Punkte, die kritikwürdig sind an dem Bebauungsplan, der vorliegt. Welche wären denn das, wenn wir in Richtung Emission gehen etc.? Die Punkte sind auch schon angesprochen, ganz eingangs, also zum Beispiel Emissionsschutz. Ja, vielleicht der Herr Steinhäuser, er ist sein bitte. Thema, er, genau. Mich, er winkt schon. Also zum Thema Emission. Im Moment stellt sich die Fläche, so begrünt wie sie ist, dar, als Schallschlucker durch die Bäume, die drinstehen, werden die geringen Schallemissionen, die sich in dem Quartier ergeben, durch die Parkmöglichkeiten im Quartier, im Bestand, weggeschluckt. Es werden derzeit 4 Parkplätze im Quartier benutzt, in der Remise. Die Anwohner an der Schellingstraße und an der Hoppestraße genießen momentan nach hinten raus die Ruhe, die sie vorne raus aus ihren Gebäuden nicht haben, weil da halt Straßen sind mit Verkehr. In der Schellingstraße ist es ganz erheblicher Verkehr. Falls in dem Gebiet die Bäume abgeholzt werden und falls bebaut wird, dann wird die Fläche von einer Emissionsschutzfläche zu einer Emissionsfläche. Dann wird sich Lärmemission in dem Gebiet ergeben. Es wird zur Emission von Heizungsabgasen kommen. Der Investor hat auf Befragen an den beiden Terminen ausgesagt, dass in der zweigeschossigen Bebauung im Innenbereich und in der von ihm zu erhaltenden Remise in den Kutscherhäusern, dass keine Kamine eingebaut werden sollen, so dass es nicht zu einer Feststoffverfeuerung kommen soll. In der randlichen Bebauung dagegen ist nicht vorgesehen, auf zum Beispiel Kamine zu verzichten. Durch die niedrigere Bebauung im Vergleich zum Umfeld, zum Beispiel zur Kantstraße, ist bei Inversionswetterlagen mit einer Zunahme der Smogbelastung zu rechnen. Vielen Dank. Wir können davon ausgehen, dass noch viel, viel mehr Problempunkte angesprochen worden sind. Diese liegen wahrscheinlich schon in schriftlicher Form seitens Ihrer Bürgerinitiative, seitens anderer interessierter Bürger im H35 und werden dann entsprechend des Verfahrens an Sie weitergeleitet. Wir sind leider am Schluss der Sendung angelangt. Es ging doch schneller, als ich dachte und haben nicht alle Probleme diskutieren können. Ich möchte trotz allem von Ihnen allen jetzt noch wissen, was Sie sich in Bezug auf Biermann-Quartier, Gera unterm Haus jetzt wünschen in kurzen, knappen Sätzen. Herr Göpfert. Ich wünsche mir, dass die entsprechenden Entscheidungsträger in der Stadt, begonnen vom Bauhaus, den entsprechenden Gremien, sich unser Anliegen anhören, annehmen und entsprechend die Bürgerbelange berücksichtigen. Herr Leithold. Das war gut. Und ich wünsche mir, dass wir an diesem Standort eine durch uns alle zu tragende, vernünftige Bebauung zustande kriegen. Ich wünsche mir als Landschaftsplaner, dass ein Großteil der Bäume stehen bleiben kann und dass die Forderung zum Ersatz gar nicht erst zum Tragen kommen muss. Wenn auch noch die Villa erhalten bleiben könnte, zumindest in Grundzügen, würde sich Enne Biermann, die am 3.3. dieses Jahres 115 Jahre alt werden würde, bestimmt freuen. Ja, ich bin ja nicht so direkt involviert, trotzdem wünsche ich mir das alles einfach zusammen und hätte noch einen Kommentar zu den Plänen und Vorschlägen, die wir gesehen haben. Und zwar ist ja ein echtes Problem dieser Darstellung, dass man einfach nicht weiß, wie viel denn da jetzt wirklich gebaut wird. Weil es einfach nur 2D ein Grundriss ist, man weiß nicht, ist es jetzt ins 2, 3, 4, 5, 8 Geschosse. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Modell hätte, das aus Bausteinen bestünde, so wie wir es auch im Institut immer dann sozusagen mitbringen, dann könnte man sagen, okay, jeder Baustein steht für so und so viel Kubikmeter, so und so viel muss gebaut werden, die legt man einfach auf einen Haufen, da liegt dann ein Berg Bausteine und dann kann man loslegen. Und am Ende kann man gucken, wie kriegt man den ganzen Raum dort irgendwie unter, um trotzdem noch irgendwie alles auf einen Nenner zu bringen. Ich wünsche mir am Ende eine Bereicherung des Stadtteils und dass sich dann die Bürger nicht mehr bei der Stadtverwaltung über diesen Schandfleck beschweren müssen. Vielen Dank. Ich wünsche mir, dass wir tatsächlich eine Werkstatt, zwei Werkstätten mit dem Investor zusammen gestalten können,
mit Baustein, mit Bäumen, mit den Ideen der Bürgerinitiative, mit den Vertretern vom Bauausschuss, mit der Stadtverwaltung und mit vielen anderen interessierten Bürgern moderiert durch die Stadt Gera. Und ich danke Ihnen fürs Zuschauen und ich danke den Gästen hier am Tisch und ich denke, die Diskussion wird weitergehen. Wiedersehen.